Hallo, mein Name ist Luca und meine lieben Freunde, wir versuchen heute Stars anhand von Kinderfotos zu erraten. Ich habe ja letztens schon Promis anhand von normalen Fotos erraten. Das ist Kevin Hart. 5 Sekunden später. Es wirkt so fake, ich weiß. Vielleicht klappt das heute ein bisschen besser. Nummer 1 ist dieses Foto von... Wir haben auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit. Sehen wir links am Rand. Nee, die Zeit ist jetzt schon wieder vorbei. Keine Ahnung, Kim Kardashian? Miley Cyrus. Okay, wir müssen ein bisschen outside the bubble denken. Bubble. Das hier ist die nächste Person. Und zwar, boah, entweder ist das... Nee, das ist Travis Scott. Ich glaube, dass wir Travis Scott sein, wegen der großen Stirn und mit den Haaren oben. Und es ist... Rihanna, I'm very sorry. I give you an umbrella. Nummer 3 von 25 ist Leonardo DiCaprio. Ey, das ist ja geisteskrank. Der hat sich ja null verändert, so vom Blick her und allem Möglichen. Okay, das ist hundertprozentig Leonardo DiCaprio, meine lieben Freunde. Da sieht man auch so eine krasse Ähnlichkeit. Ey, aber bei Rihanna, ich habe nichts erkannt, aber Mädels verändern sich gefühlt auch immer noch einen Ticken mehr. Weil bei Mädels ist ja auch dieses ganze Thema... Okay, Justin Bieber. Bei Mädels ist auch dieses ganze Schönheits-OP-Thema auch nochmal ein deutlich krasseres Ding. Also klar, machen auch viele Typen, aber ich glaube, dass es bei Mädels nochmal sehr, sehr viel mehr verändern wird. Guck mal, wie der mittlerweile aussieht, ne? Der macht es aber auch extra so ein bisschen, glaube ich, weil er keinen Bock auf diese Belieber-mäßige Sache mehr hatte. Eine große Zeit lang. Jetzt ist er richtig beschwert darüber und hat sich dann so voll gehen lassen und so voll so einen Gammel-Look angeeignet. Weiter geht's mit Nummer 5. Wir haben hier... Ich sag Ariana Grande und es ist Beyoncé. Man kann eigentlich schon anhand der Qualität der Kinderfotos erkennen, ob das eher ältere Promis sind oder so Teenie-Promis. Nummer 6. Boah. Ich sag, das ist der Schauspieler von Sheldon Cooper von Big Bang Theory. Aber ich weiß nicht, wie der echte Name... Johnny Depp. Das erkennt man. Überhaupt nicht. Nummer 7, meine Damen und Herren, das ist Kendall Jenner. Oh, nee, doch, das ist Kendall, die sieht aus wie Kendall Jenner, so ein bisschen vom Gesicht her, so langgezogen und so. Kim Kardashian. Gut, das ist eine Familie, die sahen früher alle, glaube ich, relativ ähnlich aus. Weiter geht's mit Nummer 8. Oh Gott. Ah, ich wollte erst Bruno Mars sagen, aber das ist Drake. Das ist einfach Drake. Ey, ich finde das so crazy, wenn man so überlegt, dass so krasse Rapper, die so über alles Mögliche rappen und so, dass die auch mal einfach so aussahen. Das ist irgendwie süß. Nummer 9. Tyler, the Creator? Ist das Tyler, the Creator? Es könnte Tyler, the Creator sein. John Legend. Ey, mit John Legend, Real Talk, mit dem habe ich nichts am Hut. Also so mäßig, ich kenne kein einziges Lied von ihm. Kann euch nicht sagen, wie alt er ist, was er gemacht hat. Ich habe auch keine Ahnung, wer das ist. Noch nie gesehen. Muss auch schon ein etwas älterer Promi sein, weil das Bild sogar schwarz-weiß ist. Lady Gaga. Ey, Lady Gaga, wenn die mir auf der Straße entgegenlaufen würde, ne? Ich würde denken, das ist Dagi B. Nummer 11 ist... Wow, oh, ich kenne das Gesicht. Ist das, George Clooney, Tom Hanks oder Tom, wie heißt der andere Tom da? Es ist Christian Bale. Das ist der nicht. Liza Koshy. Die ist jetzt nicht so krass Celebrity, aber oh, Jennifer Lopez. Mist. Wir sind an der Halbzeit angelangt. Matt Damon. Boah, das könnte wirklich Matt Damon sein. Ey, wenn ich das richtig habe. Ich glaube, das wird niemand von euch sonst richtig gehabt haben. Es ist, ach, Harry Styles, Digga, komm. Ey, aber ich sag's euch, hier, mach hier mal daneben ein Bild von Matt Damon jetzt gerade. Nummer 14 ist James Charles. Oder? Ey, das ist 1:1 James Charles, aber ich verstehe nicht, warum schwarz-weiß ist. Es ist Tom Hanks. Tahir, bitte jetzt
ein Bild von James Charles in Schwarz-Weiß hier neben einblenden. Das ist 1:1 die gleiche Person. Sorry für den Stress da hier im Schnitt. Aber gut. Ey, Taylor Swift. 100%ig Taylor Swift. Die habe ich letztes Mal schon mit Lady Gaga verwechselt. Und ich wollte erst jetzt Lady Gaga sagen, aber dann ist es Taylor Swift. Glückwunsch. Oh! Oh, krass. Was der für Zähne hatte damals, wie so eine Hase. Zac Efron. Ey, der hat sich aber auch krass gemacht, ne? Ah, okay, gut, das ist jetzt ein... Wieso hat er denn... Die sind gefärbt, die Haare, oder? Wieso färbt er sich die Haare denn in so einem Ton? Das habe ich nicht verstanden, warum man sich als Typ die Haare so silber macht. Nummer 17 kann man nicht wissen. Das geht nicht. Da wird man auch keine... Ey, wenn mir da jemand sagt, dass er hier Kylie Jenner gesehen hat in der Person, ne? Der lügt. Aber Kylie Jenner ist ja auch gefühlt überhaupt kein Mensch mehr. Die hat ja nur noch Plastik in sich. Nummer 18 ist Jesus. Ey, ich schwör's euch. 1:1 Jesus einfach. 1:1. Es ist was? Bradley Cooper? Hier seht ihr einen Vergleich von Jesus und Bradley Cooper, als er jung war. Ey, das ist so 1:1 die gleiche Person. Hier haben wir... Das ist Ariana, ne? Die sieht übel sympathisch aus irgendwie. Safe kommen jetzt wieder 1000 Leute an von wegen, ja, ich habe mal ein VIP-Meeting mit ihr gewonnen vor 5 Jahren. Die war übel unsympathisch oder so, aber so Menschen, die immer lachen, die können nicht unfreundlich sein. Man hat dieses Mindset dann irgendwie, dass man happy ist. Und was ich jeden von euch, bevor wir jetzt weitermachen können, ne? Ich sehe das ja immer unten, wie viele Leute das dann überspringen, wenn ich rede, ne? Deswegen geht ruhig weiter, schaut euch das Quiz an oder so, wenn ihr wegen dem scheiß Quiz hier seid. Aber googelt mal nach dem Video hier Dopamin-Detox. Tahi blendet euch das hier mal unten ein, wie das geschrieben wird. Macht das mal für eine Woche. Danach seid ihr deutlich glücklicher. Ich habe das jetzt letztens gemacht. Es ist geisteskrank, wie das sich auswirkt auf den Körper. Nö. Ed Sheeran. Real Talk habe ich nur gesagt, weil er rote Haare hat. Ich weiß, aber ich kenne auch sonst keine andere Person, Personalität, Persönlichkeit, keine Ahnung was. Guck mal, es ist Ed Sheeran. Die Real Talk rote Haare hat. Ich kenne fast keinen Promi mit roten Haaren. Adele? Kein Kommentar. Viertletzte Person ist Jesse Eisenberg. Oder? Boah, ich weiß es nicht. Ist das nicht? Nee, Eminem. Der hatte mal Haare? Komm mal selber nachdenken über deine dummen Fragen. Nummer 23 von 25. Oh mein Gott, Alter, da kann ich doch drauf kommen. Ist das, das ist entweder Hailey Bieber oder die Person, die den Namen Sofia Vergara trägt, die ich nicht kenne. Oh, doch, das ist die von... Ist das nicht Gloria von Modern Family? Ja. Das ist... Boah, entweder ist es The Weeknd oder irgendein Basketballspieler. Es ist Dwayne Johnson. Okay, krass. Das sind so Leute, die mittlerweile eine Glatze haben. Die kannst du dir nicht mit Haaren vorstellen, weil du weißt ja gar nicht, wie er die Haare hat getragen damals. Wer ist das? Wenn euch, also Real Talk, wenn der Name, der jetzt gleich eingeblendet wird, wenn der bekannt ist, dann Video direkt enden lassen, Tahir. Kannst du direkt vorbeimachen hier. Okay.